So, liebe Leute, herzlich willkommen zum zweiten Instanzboss aus Zul'Gurub. Und zwar ist das Blutfürst Manduk hier. Ihr seht ihn hier oben schon. Er hat im Patch 4.1 eine etwas andere Position. Allerdings von der Mechanik des Bosses ist er gleich geblieben. Das heißt, er one-hittet immer noch Mitspieler aus eurer Gruppe mit der Fähigkeit Enthaupten. Da könnt ihr auch nichts gegen machen, werdet ihr gleich sehen. Er wird nach rechts hinten stürmen und da unseren Heiler one-hitten. Das ist allerdings nur bedingt schlimm. Ihr seht das hier gerade, Enthaupten auf Yasuna und da ist auch unser Heiler tot. Das ist allerdings nur bedingt schlimm, da jetzt ein Geist von der Seite kommt. Es gibt insgesamt 8 Geister und dieser retzt dann den toten Mitspieler. Ansonsten hier das vernichtende Schmetter, diesen orangenen Bobbles auf dem Boden ausweichen natürlich. Und ganz wichtig ist, den Orhan, den Raptor von den Blutfürst Manduk hier zu töten, da der Raptor die Geister tötet. Und ja, wir haben nur insgesamt 8 Stück. Deswegen mit dem aktuellen Gearstand sollte man den Raptor auf jeden Fall fokussen. Ansonsten hat als drittes und letzte Fähigkeit noch die Fähigkeit Adalas dabei. Dabei zieht er euch Leben und füllt damit sein Leben wieder auf. Hier hat er nochmal Ogan geretzt, den natürlich direkt wieder töten, den Raptor. Hat ca. 210.000 Lebenspunkte, ist also nicht so wirklich wild und sollte recht schnell gehen. Hier wurde ich mal enthauptet. Wie gesagt, ihr könnt da nichts gegen machen, die Geister werden euch retzen. Ihr seht das jetzt hier auch sehr schön. Und ja, Ziel ist es einfach, genügend Geister überzubehalten, damit ihr immer wieder geretzt werden könnt. Was man vielleicht noch erwähnen sollte, für jeden Toten, also für jeden toten Spieler, den er enthauptet, wird Manduk hier stärker. Und ja, maximal 8-mal dürft ihr sterben. Danach habt ihr zum einen natürlich keine Geister mehr und er würde dann sonst alles one-hitten. Deswegen solltet ihr das in der Zeit schaffen von 8 Geistern. Und ja, Boss ist da und ich hoffe, ich konnte euch helfen und sage bis zum nächsten Boss. Macht es gut, bis dahin, ciao.